Ihr Schmuck, Frau Rivelein. Jetzt hat man mich verraten. Gestohlen worden. Es ist schon alles weg. Gottes Willen, Frau Rivelein. Was macht ihr, Frau Rivelein? Ihr Schmuck ist weg. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich will nicht mehr aufhören. Da muss ich also wieder mal zur Feder greifen. Ich sagte, da muss ich mal wieder zur Feder greifen. Ach so, ja. Wieder würde der gute Ruf unseres Hauses Schaden nehmen. Wieder würde die Polizei herumschnüffeln und die harmonische Eintracht unseres Zusammenlebens vergiften. Das gegenseitige Vertrauen würde erschüttert. Erschüttert bin ich nur über eins, Frau Rimbeck, über den Fraß, den Sie uns hier vorsetzen und der von Tag zu Tag miserabler wird. Ja, habe ich einfach nie recht. Wäre es deshalb nicht besser, wenn wir den beklagenswerten Vorfall diesmal nicht nach außen dringen lassen, sondern wenn wir selber versuchen, ihn aufzuklären und unserer lieben Oberstudienrätin Riebelein wieder zu ihrem Eigentum verhelfen? Aber das kommt überhaupt nicht in Frage, Frau Rimbeck. Verbrechen, Anzeige, die Polizei tritt in Aktion. Das ist der ordnungsgemäße Lauf der Dinge in der Welt, das wollen wir gar nicht ändern. Außerdem habe ich die Anzeige bereits erstattet, vor einer halben Stunde, per Einschreiben. Danke, Clara, ich möchte im Moment nichts. Aber würdest du mir später vielleicht eine Schüssel Salat in meine Kemenate bringen? Ja. Sie haben schon recht, Major. Das ist wieder mal eine Brille. Besonders gut schauen Sie nicht aus, Herr Wanninger. Schau nicht gut aus. Nur Zufrischel. Mach nur weiter so. Der Kettwig zum Beispiel. Ich meine, im Büro unterhält man sich ja öfter über Sie, wie es Ihnen so geht und was Sie machen, nicht? Und da haben wir beide gemeint, sogar der Kettwig, ob es nicht doch besser wäre, wenn Sie allmählich dran denken würden, in ein Seniorenheim zu gehen. Wissen Sie, da gibt es jetzt schon welche, die sind ja besser wie ein Hotel. Ganz prima. Ach so, in ein Altersheim. Aha. Und wie ich deine Fürsorglichkeit kenne, hast du sicher schon was Passendes für mich im Auge, gell? Ganz zufällig, ja. Ja. Und ganz zufällig ist das eins, wo es mir bestimmt nicht langweilig wird. Na, bestimmt nicht, Herr Wanninger. Weil da nämlich natürlich auch ganz zufällig ein Fall anhängig ist, mit dem der gute Fröschel nicht so recht fertig wird. Stimmt's? Ja, im Seniorenheim Abendfrieden. Draußen im Grünwalder Forst. Da ist schon zum dritten Mal Schmuck gestohlen worden. Innerhalb eines halben Jahres. Ja und? Kommst du da nicht weiter? Ach, das wäre ja das Wenigste. Aber da ist ein Typ draußen, Major nennen sie. Gegen den ist kein Kraut gewachsen. Der kostet mir nur den letzten Nerv. Ja, wie das? Ja, weil sich der einbildet, er ist der Einzige, der ein Hirn hat. Das ist so ein Alles-Besser-Wisser. Ein Querulant dieser, ein Eitler. Siehst du, Fröschel, und genau da musst du anfangen. Bei seiner Eitelkeit. Hospi. Es spricht also wieder mal alles dafür, dass der Täter hier im Hause zu suchen ist, ne? Ich kann Ihnen leider nicht widersprechen, so gar nicht es täte. Sie verstehen, es ist für mich sehr schmerzhaft. Ja, ich verstehe. Und Sie haben wieder mal nach wie vor nicht den geringsten Verdacht, wer das schwarze Schaf in Ihrer harmonischen kleinen Gemeinschaft sein könnte? Absolut kein, nein. Sorry. Störe ich? Nein, ich bin schon fertig. Und ich werde mich heute jetzt wieder mal beim Personal und bei den Insassen hier umhören. Bis später. Na, Herr Prunkstück scheint die Polente ja nicht gerade in den Abendfrieden entsandt zu haben. Je trotteliger, umso besser. Ein wirklich scharfer Hund würde doch womöglich auch noch andere Fährten aufnehmen. Ja. Ach, es ist so schön, dass du wieder da bist, Richard. Finde ich auch, mein Schatz. Wie war es in Hamburg? Na, großartig. Im Indischen Ozean hat ein Sturm den Kahn erwischt. So beklagt die Richard Wiesner Import KG jetzt den Totalschaden ihrer gesamten Partie thailändischer Importmöbel. Bin der stolze Besitzer von 6 Containern Kleinholz, mein Schatz. Schlimm. Sehr schlimm. Ich bin nämlich fantastisch überversichert. Hallo. Also, jetzt habe ich mit allen geredet, schon zum dritten Mal bereits. Und ich muss Ihnen sagen, ich komme jetzt mehr und mehr ein Bild machen über das Ganze. Genaueres will ich momentan im Interesse der weiteren Ermittlungen noch nicht sagen, aber Sie werden mich verstehen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber weil gerade alle so schön beieinander sind, möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren,
ein neues Mitglied unserer Heimfamilie vorstellen. Herrn Franz Josef Banninger. Berufsboxer im Ruhestand. Ehemals genannter Büffel vom Ödenwort. Grüß Gott miteinander. Grüß Gott. Ja, lassen Sie ihn nicht stören. Ich setz mich einfach dahin und schon kehre ich dazu. Der ist leider besetzt. Nimm zum Tag Platz. So, danke schön. Ja, ich bin eigentlich auch fertig. Will noch jemand was dazu sagen? Und ob, verehrter Herr Fröschel, und ob. Ich meine nichts gegen Sie persönlich, Herr Kommissar. Sie sind uns ja bereits eine vertraute Erscheinung. Aber so frage ich mich, so frage ich Sie, so frage ich uns alle, was denken sich die verantwortlichen Männer im Polizeipräsidium eigentlich dabei, wenn sie dem anscheinend unaufhaltsamen Amoklauf eines raffinierten Serientäters nach wie vor nur mit der Entsendung eines einzigen Beamten begegnen? Unglaublich. Ja, nicht wahr? Oder meint die Polizei vielleicht, dass es sich schon nicht mehr lohnt, uns in unserer verdammten Friedhofsruhe hier überhaupt noch zu stören? Dem halte ich folgende Forderungen entgegen. Erstens, konzentrierter und massiver Einsatz der Spurensicherungsabteilung. Zweitens, breit angelegte und schonungslose Dauerverhöre aller Bewohner von Haus Abendfrieden. Drittens, Stationierung eines polizeilichen Doppelpostens innerhalb des Heims. Viertens, Durchsuchung und Überwachung der umliegenden Waldgebiete durch Hundertschaften der Polizei. Notfalls unter Einsatz von Suchhunden. Panzersperren nicht vergessen. Was bitte? Herr Major. Herr Kommissar. Am besten, Sie geben uns das alles schriftlich herein. Meine Zeit ist leider etwas begrenzt. Ich muss mich jetzt verabschieden. Danke sehr. Ja. Bitte schauen. Ja, ja. Alles nicht so einfach. Mein Kompliment. Sie sind ja ein richtiger Stratege. Naja, einer muss sich, sag ich mal, konsequent in die Hand nehmen. Es gibt sicher einen Riesenwirbel da, dieses Verbrechen. Na, Gott sei Dank. Ich meine, damit überhaupt mal was passiert. Die Opfer sind natürlich zu bedauern, aber unter einem anderen Aspekt ist diese ganze Affäre natürlich ein wahres Geschenk des Himmels. Kommt wenigstens mal ein bisschen Leben in die Bude. Ja, das darf man gar nicht glauben. So. Ja, aber Sie machen mir doch den Eindruck, dass... Also, wie Sie verstehen, da haben Sie recht. Ja, mir ist auch nichts so zuwider wie Langeweile. Ja, die anderen alle, wissen Sie, lauter reizende, liebe Leute, aber eben müde. Undynamisch. Mhm. So, da fällt mir ein, haben Sie eigentlich schon ein Zimmer? Nein, bin ja gerade erst angekommen. Ach ja, richtig, ja, natürlich. Wissen Sie, bei uns im Abendfrieden ist es nämlich so, da wohnen jeweils zwei Leute zusammen. Also, wir haben natürlich jeder sein getrenntes Schlafzimmer. Dazwischen ist eben die gemeinsame Diele. Ja, Sie und ich, wir beide, abgemacht. Einverstanden. Ja. Ja. Komm es ruhig rein. Ich habe nichts zu verstecken. Ja, ich habe gedacht, ihr könnt Ihnen vielleicht ein bisschen beim Einrichten helfen, Herr Kamerad. Nein, nein, danke schön. Ist schon fast alles passiert. Ja. Aber schauen Sie nur ruhig, gründlich um. Ach, das ist ja toll. Das ist ja fantastisch. Das, ja, das war alles aber ich. Ja, ein Ex-Boxer in Abendfinger. Ja. Das hätte ich mir doch. Schauen Sie her. Ja. Das habe ich hier aufgestellt in unserer gemeinsamen Diele, damit Sie auch was davon haben. Aber nur, wenn Sie nicht recht ist. Das ist doch enorm, das ist doch... Das ja, meine Erfolge, meine Siege, meine Titel. Ja, Respekt. Ja, Sie werden glauben, ich hänge an den Club. Ja, und dazu alles massiv Silber. Das ist ja beinahe wie damals beim Konditionstraining, wo ich noch Champion war. Das dürfen Sie nur glauben. Meine Siege, die sind mir nicht geschenkt worden. Alles schwer und hart erarbeitet. Ja. Gell? Na ja, unsere Diele, die schaut aus wie eine Ruhmeshalle, nachdem ich meine Trophäen aufgestellt habe. Ja. Und alles massives, kostbares Silber. Finden Sie das nicht ein wenig leichtsinnig, Herr Banninger? Nach allem, was im Haus Abendfrieden passiert ist? Ja, nein, vielleicht schon. Aber ich muss halt das Zeug um mich haben. Es hängen zu viele schöne Erinnerungen dran. Ja, und wissen Sie, wir Boxer, wir sind halt alle ein bisschen sensibel und sentimental, gell? Ja. Moment mal bitte. Ja, freilich ist er das. Du, Heiner, wir haben da einen drin, den habe ich erst kürzlich im Abendfrieden gesehen.
Hol mir doch den einmal mit allem Drum und Dran aus deinem alleswissenden Computer, Max. Ja. Danke dir. Herr Rhein? Grüß dich, Herr Fröschl. Ja, der Herr Reininger, das ist nett. Grüß Gott. Ja, das Seniorenheim hat heute Ruhe gehabt. Ach so. Entschuldigung, Herr Walbach, können Sie vielleicht einen Augenblick draußen im Flur warten? Wir haben überraschenderweise jetzt da herin eine Sitzung des Krisenstabes, gell? Das ist nett, danke. Na, Herr Reininger? Und wie schaut's aus? Nach 8 Tagen Abendfrieden. Haben Sie schon was rausgebracht? Nein. Mein Köder hat nicht funktioniert. Und außerdem bin ich ja nicht die Polizei. Ich bin nur ein Boxer im Ruhestand. Aber vielleicht haben Sie schon einen gewissen kleinen Verdacht? Ja, mei, wenn man das Ganze rein psychologisch betrachtet, dann wird es schon jemand geben, der sich ein bisschen auffällig benimmt. Und wer wäre nachher das? Ja, schau, Fröschl. Es soll ja Mais geben, gell, die so übermütig sind, dass sie die Katze selber herbeipfeifen, damit sie dann auf der Nase rumtanzen können. Verstehst? Könntest du das nicht ein bisschen weniger zoologisch ausdrücken, Herr Reininger? So, Toni, das. Ach, grüß Gott, Herr Reininger, wie geht's denn? Dankeschön, bin zufrieden. Na schön. Pass auf, Richard Wiesner, geboren da und da, ledig Kaufmann, jetzt kommt's. 1968 Köln, Scheckfälschung, 6 Monate mit Bewährung. 1971 Düsseldorf, Versicherungsbetrug, Unterschlagung, 18 Monate. 1976 München, betrügerischer Bankrott, 1 Jahr. Im Augenblick betreibt er eine Import-KG und einen Nachtclub. Langt das? Danke recht schön. Das Bierschall habe ich nämlich im Abendfrieden kennengelernt, wie es letzte Mal dort war. Das Gespusi von der Heimleiterin, so wie es ausgeschaut hat. Der kennt doch das absolut sein. Na, Fröschl, das glaube ich nicht. Auf der einen Seite Betrug und Unterschlagung, auf der anderen Schmuckdiebstahl. Aber das passt doch gar nicht zusammen. Also für mich sind das 2 verschiedene Täter. Übrigens, das bringt mich auf was. Schau doch einmal der Heimleiterin ein bisschen in ihre Buchführung. Vielleicht stimmt da was nicht. Wieso? Naja, ich sag nur, Reise wie im Grand Hotel und Fressen wie im Zuchthaus. So, ich gehe jetzt wieder. Dankeschön, Herr Reininger. Erstens, jetzt hätte ich bald das Wichtigste vergessen. Was? Ja, nachdem der Dieb meine schönen Trophäen bisher verschmäht hat, müssen wir uns doch was Neues einfallen lassen. Ja. Wie ist es, Fröschl? Möchtest du es nicht einmal auf deine reiferen Tage mit dem Fenster probieren? Was soll ich? Fenster? Du bist niedergeschlagen aus, Clara. Geht's dir denn so schlecht? Ja. Ich bin müde. Ich fühle mich richtig krank. Ja, ja, armes Kind. Ist jeden Morgen so viel raus. Könnte man ruhig noch jemanden einstellen hier zur Unterstützung? Sehr richtig. Ja, na, kriegen wir schon. Du bringst mir noch so einen Orangensaft. Nimm mal den. Ich danke dir. Der Major mag die Clara scheint sehr gern. Er schreibt dir sogar manchmal Liebesbriefe. Was? Liebesbriefe? Also, nicht ihr, für sie. Clara hat einen Schatz, einen Gebirgsjäger. Und seitdem sie den zum Feldwebel befördert haben, legt er den allergrößten Wert auf eine korrekte Rechtschreibung in ihren Briefen. Und da greift der Major den Marl ein bisschen unter die Orthographie. Versteh schon. Das letzte und das nächste Opfer mit trautem Verein. Sieh, Major, malst den Teufel nicht an die Wand. Das möchte ich nämlich keinem raten, dass er sich an meinen Trophäen vergreift. Und mir täte der Spitzbub nicht auskommen. Und mein rechter Aufwärtshacken, der war früher schon berühmt, um nicht zu sagen berüchtigt. Können Sie denn wirklich so rabiat sein, wie Sie sich anhören? Ja, mei. Der alte Boxer weiß nie genau, ob nicht der Blutrausch über ihn kommt. Ja. Aber da hocke ich jetzt und rede von meiner großen Zeit. Dabei hat außer Major noch niemand bisher meine Fotos und meine Trophäen gesehen. Ja, gerade das würde uns doch rasend interessieren. Wirklich? Ja, an mir soll es nicht liegen, Frau Riebelein. Meine lieben Heimschwestern und Heimbrüder, unsere verehrte Frau Oberstudienrätin hat soeben angeregt, dass ich Ihnen ein bisschen was von meiner Vergangenheit als Boxer erzähle. Wer also interessiert ist an meinem merkwürdigen und wechselvollen Leben, geschildert anhand meiner Erinnerungsstücke, der kann jetzt. Ach, was, gehen wir gerne auf.
Sie fix, Halleluja. Den Kerl schlage ich K.O. Was ist denn los? Es ist alles leergeräumt. Das ist nicht möglich. Den Lumpen will ich erwischen. Ich sag nur mein rechter Aufwärtshocken. Aber keine Polizei. Das ist ganz allein meine Sache. Entschuldigung, bitte, lass mich einen Moment durch, mein Herz. Ich muss. Clara! Clara, mach auf, ich bin's, der Major. Komm, lass mich ein. Ich wollte gerade duschen. Ja, nee, ist doch jetzt wurscht. Nein, das geht nicht. Was ist denn überhaupt los? Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Wie habe ich dir eingeschärft, dass du das Zeugs von dem Wanninger nicht anrührst? Was tust du? Ich verstehe kein Wort. Das Silber von dem Wanninger, ist das denn weg? Wieso? Hast du dem Wanninger seine Preise nicht stibitzt? Ja, bestimmt nicht, Herr von Blecheisen. Ich habe ja auch gar nicht wieder meinen Drang. So, du also nicht. Du warst es also nicht. Ja, das ist ja noch viel schlimmer dann. Macht ja ein anderer Ernst aus unserer Kinderei, blutigen Ernst. Mein Gott, wenn jetzt der Wanninger dahinter kommt, dass wir den anderen Schmuck, der bringt uns um. Der glaubt uns natürlich nie, dass wir nicht auch sein Zeugs geklaut haben. Noch mal was. Oh, was machen wir jetzt? Aufwärtshaken für den, der den Büffel vom Ödmoor um die Zeichen seiner Siege gebracht hat. Wanninger, Herr Wanninger, Sie machen mir ja Angst. Nicht wehtun, bitte. Oh Gott, wachen Sie doch auf. Ich habe doch Ihre Preise nicht gestohlen. Du hast nicht gestohlen. Du hast nicht gestohlen. Aber ich sehe es glänzen im Vollmondlicht. Wo sehe ich schimmern? Wo? Schimmern? Ja, das andere ja. Aber nicht Ihre Sachen. Das waren wir nicht, bestimmt nicht. Ich weiß auch nicht, wer. Wo sehe ich den Schatz verborgen? Wo? In Schubladen, Truhen, in Stählen, im Behälter, im schwarzen Schoß der Erde. Sprich! Ich will ja alles sagen. Ich gestehe ja alles. Nur nicht den Aufwärtshaken. Also das kam so, als ich die Clara das erste Mal dabei erwischt habe. Da konnte ich sie einfach nicht anzeigen. Aus Mitleid, oder? Ich habe bloß die Sachen konfisziert und habe sie aufbewahrt. Und dann habe ich plötzlich Spaß daran gekriegt, wie der Diebstahl und die Folgen, also die Verhöre, die Polizei und das alles, endlich mal ein bisschen Abwechslung in den verdammten Abendfrieden gebracht haben. Nur weiter, Major. Eine Weile später. Der zweite Diebstahl. Dasselbe. Clara, die ist nämlich eine Quartalskleptomanin. Alle paar Monate, da packt sie dann so ein rätselhafter, unwiderstehlicher Zwang. Sie irrt ruhelos durchs Haus, bis sie was gefunden hat. Was Glänzendes. Eine Elster. Demnach ist es also krankhaft bei ihr. Ja, das denke ich schon. Sie sagt, sie leidet selbst am meisten darunter. Ich habe es regelrecht genossen. Wie unser Mausoleum da oben plötzlich lebendig geworden ist. So wie ein Ameisenhaufen, den man aus dem Winterschlaf geschreckt hat. Und an den Kummer der Bestohlenen und die allgemeine Angst, daran haben Sie nicht gedacht. Doch, natürlich. Aber hier ist alles. Vollständig, komplett. Fehlt nicht ein Atom. Ich habe auch alles protokolliert. In einem Schulheft, das zeige ich Ihnen nachher oben.
Nur Ihre Sachen habe ich wirklich nicht. Glauben Sie mir das jetzt? Ich weiß schon, Major. Gott sei Dank, das ist eine Lösung. Ich meine, dass Sie jetzt wieder so richtig normal sind. Vorhin an meinem Bett, das war ja entsetzlich. Ja, das hat meine Frau Seliger auch oft gesagt, wie schlimm ich mich da aufführe. Ja, und von ihr konnte ich es ja nur wissen, gell? Ich möchte bei Vollmond nicht Ihre Frau gewesen sein, Herr Wanninger. So. Jetzt sind wir soweit. So, meine Herrschaften, hoffentlich haben wir Sie nicht so lange warten lassen. Aber jetzt ist es soweit. Kommen Sie raus. Ja. Ja, was soll denn jetzt das? Ja, vielleicht eine Überraschung. Irgendwas im Gang. Das ist ja meine Halskette. Wie ist denn das? Ja, mein Ring. Frau Biermann, und da ist Ihre Brosche. Das ist doch Ihre Brosche, Frau Biermann. Ja, ich verstehe das nicht. Meine Brosche, mein Armband, alles ist wieder mal neu. Dank. Das haben wir doch nur Ihnen zu verdanken, nicht wahr? Sie sind wirklich ein wahrer Freund. Ah, die Initiative ging ja eigentlich mehr von Herrn Wanninger aus. So? Von Ihnen? Ja, wieso? Sie sind doch erst seit ein paar Tagen bei uns. Und wo haben Sie eigentlich Ihre eigenen Sachen? Ja, mei. Und wie und wo haben Sie denn unseren Schmuck gefunden? Ja. Und wer ist denn der Verbrecher? Was ist das? Ja. Ja, was ist denn mit der Dame los? Frau Rimbeck steht in dem dringenden Verdacht, dass sie einen Teil der Pensionsgelder in die eigene Tasche hat fließen lassen. Wahrscheinlich auch einen Teil der staatlichen Subventionen. Was? Meine Herrschaften, bewahren Sie Ruhe, bitte. Komm jetzt doch mit. Habe ich Ihnen nicht schon immer gesagt, dass mir Frau Rimbeck nicht ganz koscher ist? Also ich finde Sie sehr nett. Dann hat Frau Rimbeck also auch unseren Schmuck, das ist ja unglaublich. Ja, Sie müssen es ja auch nicht glauben, Frau Oberstudienrätin. Ja, so. Und Sie geben mir jetzt Ihr Ehrenwort. Ja, jedes, was Sie wollen. Ich bin so tief in Ihrer Schuld. Also dann verlange ich, dass Sie der Clara eine psychotherapeutische Behandlung bezahlen. Und zwar in voller Höhe. Und solange es nötig ist. Das Mädel ist nämlich echt krank. Ja, ja, das arme Wesen. Also, mein Wort drauf. Ja, und das saftiges Bußgeld ans Rote Kreuz, gell? Da sind wir uns ja wieder einig. Aber damit Sie nicht vergessen, sollten Sie nicht spuren, dann komme ich vielleicht doch noch mit meinem Rechten aufwärts hocken. Haben Sie mich?